Statt Natur als Datensatz, offene Verwaltungsdaten. Ich bin sozusagen gar nicht so sehr technisch unterwegs. Also ich bin tatsächlich E-Gouvernante, bin mehr oder weniger dabei, eher so Konzepte zu schreiben für die öffentliche Verwaltung und für die IT und tatsächlich auch solche Sachen durchzudrücken wie die offenen Daten, die Öffnung der Verwaltungsdaten. Also Kurzfassung Open Data, das sind offene Daten, die von jedermann frei benutzt werden, weiterverwendet werden können und geteilt werden können, und die einzige Einschränkung ist eben nur die Verpflichtung zur Nennung des Urhebers. Wir haben hier zum einen die Verfügbarkeit und den freien Zugang, also Daten müssen als Ganzes bestenfalls unkompliziert als Download zur Verfügung stehen und bearbeitet sein, das heißt, oder zu bearbeiten sein, das ist tatsächlich in Halle schon ganz gut der Fall, Magdeburg tut sich noch so ein bisschen schwer, aber wir arbeiten dran, da immer wieder zu sticheln und zu sagen, so Halle macht's besser. Dann die Wiederverwendung und Weitergabe, also das ist die Wiederverwendung und Weitergabe der Daten, das muss möglich sein, außerdem die Verwendung, ganz wichtig zu zusammen mit anderen Datensätzen, dann sind dann nachher auch die Beispiele, auf die ich mich beziehen werde. Und die universelle Beteiligung, also die Daten, die müssen nutzbar sein, also zu verarbeiten sein und weiter zu verteilen sein, also keine Einschränkung im kommerziellen Bereich, also das heißt, ich kann Open Data tatsächlich auch als Firma benutzen und es darf auch keine Beschränkung auf irgendwelche Nutzergruppen sein, zum Beispiel in Richtung, das ist jetzt nur zu Bildungszwecken und so weiter. Also einmal die Systeme, da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, das ist diese Kompatibilität und diese Interoperabilität, so aus Sicht des E-Governments weiß ich, dass wir ganz viele Systeme haben und Software und Fachanwendungen, die alle zusammenarbeiten müssen und auch ganz viele Organisationseinheiten, und das heißt, da müssen ganz viele Akteure zusammenarbeiten und bestenfalls auf Datensätze zurückgreifen können, damit das Ganze letztlich auch funktioniert. Das tut es manchmal mehr und manchmal weniger. Die verschiedenen Datensätze, also das ist der Grundsatz, können dann zusammen genutzt und verquickt werden. Die Daten, das ist bei denen das Gleiche, also das heißt, wichtig ist, dass die Daten frei vermischt werden können mit anderen Daten, also aggregiert, verknüpft und in andere Zusammenhänge gebracht werden können. Das ist vor allem im Bereich Naturschutz, wie wir gleich sehen, total wichtig, und verschiedene sollen eben kombiniert werden können, um bessere Produkte und Dienstleistungen zu schaffen. Mit Bezug auf Open Government Data, also dann ganz konkret auf offene Verwaltungsdaten, heißt es, dass Behörden und andere Teile der öffentlichen Verwaltung produzieren Riesenmengen an Daten. Das Umweltdaten, das sind Wetterdaten, das sind Geodaten, Verkehrsdaten, also Daten zur Mobilität. Ich bin nächste Woche auf einer Sensorenkonferenz in München, wo es um urbane Sensorendaten geht, also das ganze Thema Mobilität und Verkehrsplanung, und das ist dort, steht dort im Fokus. Dann haben wir Statistiken, also wie viele Leute wohnen in den Ortsteilen, unter anderem, wie ist das Verhältnis, die demografische, also die ganze Demografie, Publikationen, Protokolle, Gesetze, Urteile und Verordnungen, gerade im Hinblick darauf, dass zum Beispiel Verfahren automatisiert werden können, also das ist dann tatsächlich nicht nur der Steuerbescheid automatisiert und maschinell erstellt, sondern tatsächlich auch die Bearbeitung des Knöllchens und die automatisierte Bearbeitung von Einsprüchen, und was natürlich den Vorteil hat, dass wenn der Richter einen schlechten Tag hat, dass wir das sozusagen dann digitalisieren können und die Maschine sicherlich keinen schlechten Tag hat. Also anhand offener Daten zu wissen, was die öffentliche Verwaltung so macht, ist insofern nicht nur ganz gut für die Demokratie, sondern birgt auch ein enormes Potenzial für Innovation. Und beziehen wir uns auf den Naturschutz, werden offene Umweltdaten weiterverarbeitet, können neue Auswertungen, Analysen, Anwendungen, Produkte und Dienstleistungen, Geschäftsmodelle und Produktionsketten gestaltet werden. Das ist das, was ich eigentlich beruflich mache. So, und die 10 wichtigsten Grundsätze zum Öffnen von Regierungsinformationen, das ist sicherlich noch ganz wichtig. Das sind sozusagen die Vollständigkeit, die Primärquelle, die Aktualität, der Zugänglichkeit, maschinelle Lesbarkeit. Ich will da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, weil ich glaube, spannender ist es das, was wir mit diesen Daten machen können. Also welche Daten hält die Verwaltung konkret vor? Das sind erstmal ganz viele. Wir haben, wenn wir uns die Verwaltung angucken, den Bund, die Bundesländer, die Flächenländer, also das ist alles, was nicht Stadtstaaten sind. Dann haben wir die Regierungsbezirke, mitunter die Landkreise. In Halle ist zum Beispiel als kreisfreie Stadt, hat jetzt gar nicht das Problem, dass es eine Gemeinde, Stadt und Landkreis Ebene gibt. Ich weiß jetzt von uns, also da ist im Endeffekt die Naturschutzbehörde und die untere Naturschutzbehörde und alles, was mit Naturschutzbehörde hat, sollte man denken, wäre an einer Stelle, ist es auch nicht, zeige ich auch gleich nochmal. Ich weiß von meinem Landkreis, das ist Anhalt-Bitterfeld, haben wir die
Gemeinden, die ein paar Bäume vorhalten, weil das sind ja Gemeindeeigentum. Dann haben wir ein paar Städte, die für die Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen zuständig sind, im geringeren Umfang, wenn die Flächen ausweisen. Und dann haben wir die Landkreise mit der unteren Naturschutzbehörde, die eigentlich für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zuständig sind. Auf städtischer Ebene, wie gesagt, sind eher so die Stadtbaumdaten aktuell. Also, welche Daten hält die Verwaltung vor? Das sind vor allem die Daten, zu denen sie aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtet sind, also alles, was im Gesetz steht, also was auch dokumentiert muss, geht bis runter zum forstlichen Vermehrungsgut, also welche genetischen sozusagen Spezifikationen müssen für folgende Bäume dann verfügbar sein oder abrufbar sein und welche Daten sind vor allem auch, was die Anliegen der Bürger betrifft. Diese Daten sind eben von der Verwaltung vorzuhalten. Dazu ein kleiner Exkurs, wie gesagt. Wir gucken mal weiter zur Stadt Halle, was ich sagte, von wegen, man müsste glauben, dass es an einer Stelle zur Verfügung steht. Also wir haben hier den Geschäftsbereich 2 mit Fachbereich Umwelt, wir haben das Dienstleistungszentrum Klimaschutz und irgendwo sind wahrscheinlich noch ein paar Daten verschwunden. Wahrscheinlich bei Finanzen müsste eigentlich auch noch so Informationen zum Wert des kommunalen Waldes verfügbar sein. Das sind alles Daten, die irgendwo in der Verwaltung schlummern. Diese funktionale Aufteilung, wie gesagt, gibt es auf allen Ebenen. Das heißt, wir haben auch Bundesamt für Naturschutz, wir haben auf Landesebene nicht nur das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, wir haben auch dort verschiedene Bereiche. Und das heißt, das sind alles Erheber, also Stellen, die Daten erheben. Und es gibt externe Fachstellen, was aber ganz gut ist, weil ich nämlich tatsächlich Anfang der Woche auf Twitter dazu kommuniziert habe, dass ich heute diesen Vortrag halte und direkt die Fachstelle Corina dort gesagt hat, so, wir haben Daten zu invasiven Neophyten, nehmt die, so, zeigt ihnen. Das heißt, ich werde das nachher auch gleich zeigen in Bezug auf die Kompensationsflächen, die tatsächlich auch für die Stadt Halle zur Verfügung stehen. Wichtig ist in dem Bereich, wenn wir mit diesen Daten arbeiten, oder was heißt wichtig, sinnvoll ist es natürlich, wenn die Daten immer einen Raumbezug haben. Das ist natürlich im Naturschutz total wichtig, weil das bedeutet, die Information, Raumbezug ist erstmal, die Information bezieht sich auf eine Position im geografischen Raum. Das heißt, wir gehen mal rüber ins QGIS. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und um das abzugrenzen von dem direkten Raumbezug, spricht man, wenn Daten exakten Koordinaten zugeordnet sind. Das ist zum Beispiel bei einem Stadtbaum der Fall. Ich hatte mal ein Projekt, das hieß SARISK, da ging es um Risikofolgenabschätzung nach Hochwasser und da ging es darum, die Erdöltonnen in den Gärten der Leute zu kartieren. Und sollte das irgendwann mal wieder zum Hochwasser kommen, sollte anhand der Fließgeschwindigkeiten des Wassers sozusagen berechnet werden, wie weit sich dieses Schadensausbreitungsmodell da sozusagen, also wie weit sich der Schaden ausbreitet. Und das bedeutet, da hatten wir tatsächlich nur Hausnummern, also keine exakten Koordinaten, aber ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, eben Daten zu hinterlegen und mit diesen Daten zu arbeiten und eben auch zu analysieren. Naturschutzfragen stellt man sich aber allein deshalb mit Raumbezug, weil durch jegliche Eingriffe in die Natur, ob das positive oder negative sind, Wechselwirkungen entstehen. Das heißt, beim Beispiel Kompensationsmaßnahmen, ich werde jetzt mal für die Stadt Halle die Kompensationsflächen anzeigen. Das sind alle die hier orange eingezeichnet sind. Das heißt, am Bahnhof sind tatsächlich relativ viele Kompensationsflächen, also Kompensationsflächen oder Kompensationsmaßnahmen. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Das sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Also wenn immer so kurz gefasst, wenn immer ein Baum gefällt wird oder eine Fläche versiegelt wird, müssen neue Flächen entstehen, beziehungsweise dort Pflanzungen durchgeführt werden. Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffe, das sind zum Beispiel der Bau von Straßen, das passiert über Kommunen oder über Länder oder eben beim Bau von Häusern oder Parkplätzen, das sind eben Privatpersonen unter Unternehmen. Und die kommunale über die Stadtentwicklung durch die Kommune gesteuerte Vorhaben, das heißt, die wissen, wo Bäume verschwinden und die wissen, wo Bäume auch wieder gepflanzt werden müssen. Das heißt, was der Unterschied ist zwischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme, Ausgleichsmaßnahmen, das sind alle Maßnahmen, die ortsnah zum verschwundenen Baum, kurz gefasst, stattfinden und Ersatzmaßnahmen, das sind alle die Maßnahmen, die anhand dieser Flächen stattfinden. Und das heißt, wir haben dann tatsächlich diese Flächen, mit denen wir arbeiten können und bleiben dann damit bei diesen örtlich verlagerten Maßnahmen, jetzt in unseren Beispielen. Und das sind diese, wie gesagt, die ausgewiesenen Flächen. Und tatsächlich ist es so, dass es nicht ausreicht,
die Flächen hier einfach nur also zu bepflanzen, sondern die müssen tatsächlich auch 5 Jahre lang gesichert werden. Was bedeutet, dass diese Stadt natürlich wissen muss, wo sind die Flächen, wo ist was passiert, wie lange hat das jetzt gedauert, dieses Projekt, und wann ist es sozusagen, also wann muss ich da jetzt nicht mal hinterher gucken, ob da jetzt sozusagen die Bäume angepflanzt sind, beziehungsweise derjenige dann zuständig ist. Wir haben das in ganz vielen Beispielen gehabt, jetzt in der Stadt Halle, wo das tatsächlich zu kontrollieren ist. Das heißt, die Trockenheit auf den Flächen und die Trockenheit jetzt im Sommer hat zu riesigen Ausfällen in der Kompensationsfläche in Heide Süd geführt. Es hat zu Schädlingsbefall am Gimmeritzer Damm geführt, wo diese ganzen Bäume, die gerade gepflanzt wurden, eine Woche später komplett wieder entnommen werden durften und neu gepflanzt werden. Und es kommt zu diesen Ausbreitungen eben von invasiven Arten. Ich schalte jetzt mal diesen Datensatz von Corina dazu. Und so heißt diese Fläche. Genau, und dann sehen wir nämlich auch, dass in einigen Bereichen auf den Kompensationsflächen tatsächlich schon, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Baum das ist, wir gucken uns das gleich an, also Bäume oder Pflanzen sich angesiedelt haben, die sich durch Luft übertragen. Also das heißt, deren Samen sich sozusagen über den Wind verbreiten und tatsächlich eine riesen Ausbreitung haben. Wir kommen dann zur weiteren Stadtnatur, also ihr könnt mir dann jede Menge Fragen stellen. Also nicht jeder Baum, der gepflanzt werden muss, also es muss nicht jeder Baum gepflanzt werden, manche sind auch einfach eine freiwillige Angelegenheit und manche dienen auch der Abkühlung, manche dienen auch als Staubfänger, wenn wir gerade wieder auf unser Feinstaubprojekt gucken und wo wir vielleicht auch mal so Daten miteinander verbinden könnten, wie wo ist jede Menge Feinstaub in der Stadt, wo könnten vielleicht Bäume gepflanzt werden, die eben das wieder filtern. Also das sind so Fragen, die man sich vor diesem Bezug dann auch stellen kann und eben auch für solche gesellschaftlichen Fragen dann eben verwenden kann. Und wir haben tatsächlich auch Grünflächen wie Gehölze, Hecken und Blumenampeln, das ist mit Stadtnatur gemeint, und Stadtnatur ist eben auch neben städtischen Parks und Friedhofen, aber eben auch Kleingartenanlagen und Brachflächen. Und gerade Brachflächen sind interessant, vor allem die urbanen Industriebrachen, in deren Gegend wir noch 3 Minuten? Okay, in denen wir uns hier befinden, und hier entwickelt sich auf lange Zeit ungestörte Natur und Arten und eben auch invasive Arten breiten sich wieder aus. Allerdings finden auch Bienen Nahrung, und überall dort, wo Blühstreifen, also weil gerade das jetzt so kommunale Themen sind, diese ganzen Blühstreifen und Blühflächen und Blühflächenkataster tatsächlich wieder quasi zu forcieren in den Städten, ist es natürlich sinnvoll, dann eben sich diese Daten zu nehmen und eben auch Industriebrachen oder Brachflächen zu nehmen, die in Karten einzuzeichnen und dann zu seiner Stadtverwaltung zu gehen, so hier ist was möglich. Und im Kontext mit anderer Natur und im Kontext mit Stadtnatur können dann natürlich tolle Projekte entstehen. Also, das heißt, wir können dann auch gucken, ist irgendwo die Kleingartenanlage, weil die werden garantiert verhindern, dass irgendwo blühende, wilde Wiesenflächen sozusagen zur Verfügung stehen. Ebenso kann geguckt werden, sind dort, wenn wir dort eine Blühfläche haben, können wir da vielleicht Möglichkeiten herausfinden, dass dort eben Pestizid nicht eingesetzt wird. So, und Arten als Gefahren, also das heißt, wenn wir uns diese ganzen Datensätze nehmen und dann vielleicht die Layer übereinander legen, also einmal das Stadtgebiet und einmal die Kinderspielplätze und einmal die invasiven Arten, die vielleicht in allen Teilen giftig sind, wie die Goldrute oder die Robinie, dann ist das natürlich wieder eine Frage, die durchaus interessant sein könnte, das Ganze zu vermischen. So, jetzt beantworte ich lieber Fragen, als weiter Vortrag zu halten. Ja? 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 Ich keine Ahnung. Ja. Okay, cool. Ja, das ist, es hat sich, glaube ich, geändert. Es gab, glaube ich, so eine gesetzliche Änderung. Das heißt also, die ganzen Landesbehörden und kommunalen Behörden sind angehalten, jetzt tatsächlich in einem Koordinatensystem zu arbeiten und nicht mehr ständig zu tauschen, beziehungsweise das Beste für sich rauszufinden. Und dann eben, also man hat sich jetzt auf eines geeinigt. Interessant ist vor diesem Hintergrund, dass Magdeburg uns das Stadtbaumkataster in einem Format anbietet, das
es irgendwie geschafft hat, dass die Bäume in der Nähe von Kamerun auftauchen. Ich habe keine Ahnung, wie die das hinbekommen haben. Ja, ja, genau. Ja, ja, QGIS hilft, aber bedingt. So, ne? Das ist, also genau, also diese ganze Formatierung so, oder diese Änderung da, das ist schon tricky. Das ist, hm. Was macht ihr mit denen aus Halle? Ja. Okay. Hm? Im letzten Jahr gab es bei Bits und Bäume auch die Frage, da haben die das Berliner Stadtbaumkataster vorgestellt und haben gefragt, welche Ideen dazu entstehen könnten. Und da waren tatsächlich so Ideen, die da entstanden. Also ich habe, oder eine habe ich mitgebracht, die ist eigentlich aus der Schweiz, und zwar, die haben sich die Blütezeiten von Bäumen angeguckt und haben dann so Kirschbaumalleen quasi in der Stadt angezeigt. Und für diese ganzen Instagram-Opfer, die sagen so, hey, cooler Hintergrund und so weiter, die dann sagen, das ist natürlich super cool, dann tatsächlich sowas zu zeigen, oder eben im Tourismus solche Routen, solche Wegführungen quasi durch die Stadt mit tatsächlich dann anzuzeigen, oder genau das Gleiche, so Datensätze für Allergiker, die sagen, also ich kann hier mit der Luft Feuchtigkeit, mit Wind, Regen und so weiter dann eben auch zeigen, wo sind die Birkenpollen oder Lindenblüten, wo sollte ich mein Auto nicht parken. Also das sind alles so Tipps, die eigentlich auf Stadtbaumkataster zurückführen, aber in 1000 Anwendungen irgendwie einen coolen Mehrwert schaffen. Nee. Also es wäre natürlich spannend, wenn es eine Anwendung gäbe, die genau solche To-Do-Listen an Bäume für Baumpaten anhängen könnte. Und die Frage ist natürlich, wie kann man es kontrollieren? Also wenn jemand sozusagen böswillig dann sagt, so klar habe ich den Baum gegossen, hier 50 Liter am Tag, dann muss das nicht stimmen. Also dann ist immer die Frage, also schicke ich dann doch noch mal jemanden von den Stadtwerken dorthin, um zu gucken, also zu kontrollieren, oder kann ich es vielleicht sensorisch erfassen? Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dort drumherum, vielleicht auch mit unserem Gateway, mit unserem LoRaWAN-Gateway sozusagen zu gucken, ist da tatsächlich die Bodenfeuchtigkeit in einem bestimmten Level? Das wäre ganz gut. Hm? Ach so, okay, na gut, dann können die natürlich sagen, die sind gegossen, ja. Hm? Die gibt es nicht, nee. Nee, nee, also zumindest, das müssten tagesaktuelle Daten sein, die dann permanent zur Verfügung stehen können. Das ist es momentan nicht. Momentan sind es monatsaktuelle Daten. Und dann ist natürlich auch die Frage, was machen Paten so, ne? Ob die jetzt noch irgendwas dazu machen. Und dann ist auch immer die Frage, so sind jetzt auch die Kompensationsflächen, und eigentlich ist ja derjenige, für die Kompensationsmaßnahme also verpflichtet ist, die zu sichern. Eigentlich ist der zuständig, das. Warum macht das jetzt die Feuerwehr, oder warum macht das jetzt der mobile Einsatzwagen der Polizei? Ist auch schon passiert in Hamburg. Also ist es tatsächlich alles, was Wasser wirft, kann helfen, aber es wäre schön, das dann tatsächlich auch zu erfassen. Ja, grundsätzlich ja. Also oft ist das der Knackpunkt, zu sagen so, unsere Daten könnten noch ein bisschen fehlerhaft sein, die wollen wir lieber nicht reinstellen, also damit wir nicht aussehen wie die letzten Deppen. Also das ist in Halle nicht passiert. In Halle waren die, hatten die so ein bisschen Bauchschmerzen, aber letztlich, was waren da für fehlerhafte Daten? Da waren zu ein paar Daten gab es halt nicht den Pflanztag, aber ob der Baum jetzt 300 Jahre alt ist oder 310 Jahre alt, ist mir relativ egal. So, ne? Wichtig ist halt, stimmt die Art des Baumes, ist die Kronendicke vielleicht, und ganz viel wird sich eben auch einspielen, alleine durch die regelmäßige Baumkontrolle, zu denen die Städte ja auch verpflichtet sind. Also das heißt, diese Daten, und gerade wenn Arten oder Gattungen nicht erfasst sind, dann können auch ganz viele Engagierte da tatsächlich helfen. So. Und das sollte eine Stadtverwaltung eben auch als Chance sehen. Ich weiß, Bitterfeld hat es tatsächlich nach so gut wie gar nicht gemacht. Also die sind dabei, die abzufotografieren und zusammen mit ihrem Stadtmobiliar, aber das dauert alles. Und ehe das irgendwie erfasst ist und irgendwie gedeutet ist, dann auf dem Foto, was es für ein Baum sein könnte und wie alt, das ist dann natürlich für viele Kommunen, ich sage mal, das ist so ein Gradanzeiger oder der Digitalisierungsgrad, das ist so ein Messinstrument sozusagen, diese Datenverfügbarkeit von Verwaltungen, und das ist eben in vielen Kommunen noch gar nicht, wie gesagt, in Magdeburg und Halle ist es eben gut, in vielen anderen Städten eben nicht.
Ja, gut wäre es eben, wenn es by default wäre, ne? Also wenn das direkt aus der Fachanwendung sozusagen die Daten zur Verfügung stehen könnten. Wir arbeiten dran. Opendata.halle.de, genau. Nee, gibt es tatsächlich gar nicht. Also gibt es momentan keine Möglichkeit, wäre aber, die haben eine E-Mail-Adresse. Also insofern ist es eine E-Mail-Adresse erstmal. Aber es wäre natürlich sinnvoll, darunter ein Format, ein Formular zu haben, wo ich dann eben auch einen Upload haben könnte. Ja. Ja, genau, genau. Die tun sich natürlich ein bisschen schwer, ne? Die wissen halt nicht, ob die Daten dann stimmen, die zurückkommen. Also die können die nicht einfach so übernehmen. Also das ist dann natürlich auch immer, denke ich auch, also kann man ja validieren. Genau. Genau. Genau, genau, genau. Nee, aber die Stadt Halle ist tatsächlich sehr offen. Also GeoObserver, der auch auf Twitter unterwegs ist, ist sozusagen derjenige, der das Open Data Portal der Stadt Halle, also insofern sind die sehr zugänglich für solche Geschichten. Okay. Nächste.